Ja, sehr gut. Dann noch einmal ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Auf einen Kaffee mit. Wir sind zu Gast beim digitalen Intro zum Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit, der in diesem Jahr eben nicht stattfinden konnte, sondern aufs nächste Jahr verschoben ist. Und dieses digitale Intro steht unter dem Titel On-Off. On-Off ist auch ein ganz guter Titel für das, was wir heute vorhaben. Wir wollen nämlich über TikTok sprechen. Und in den vergangenen Tagen sah es doch mitunter so aus, als würde die App aus den Play Stores und Apple Stores verschwinden. Es gab allerlei politisches Wirrwarr, allerlei politisches Hickhack um diese App. Darüber wollen wir heute sprechen und vor allem auch ergründen, was macht eigentlich die Faszination und den Erfolg von TikTok aus. Und wir freuen uns sehr, dass Simon Hurz heute zu Gast ist. Er ist Reporter bei der Süddeutschen Zeitung und schreibt für Social Media Watchblog, also einer Plattform, die regelmäßige Newsletter verschickt zu Themen rund um Social Media und technischen Entwicklungen dieser großen Plattformen. Er kann uns also berichten, was das alles auf sich hat. Schön, dass du da bist, Simon. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe angedeutet, es gibt allerlei Politisches, aber wir wollen gerne einsteigen, einfach mal zu ergründen, was ist eigentlich TikTok, wie funktioniert das, was macht den Erfolg aus? Und mich würde interessieren, weil du dich jetzt ja auch sehr intensiv damit beschäftigt hast, was ist aus deiner Sicht die Faszination dieser App? Also es gibt zwei Dinge, die ich unterscheiden muss. Zum einen so ich als Nutzer, was fasziniert mich daran, und ich als Tech-Journalist, der quasi die Mechanismen von diesen Apps versucht zu ergründen. Und ich glaube, wenn es darum geht, was mich als Nutzer am meisten fasziniert, dann sind das definitiv die anderen Nutzerinnen und Nutzer und vor allem deren Kreativität. Ich finde wirklich, dass diese Plattform so viel besondere Ausdrucksformen und ja eben Kreativität und neue Darstellungsformen hervorgebracht hat, wie ich das schon lange bei keiner anderen App mehr gesehen habe, auch nicht bei Instagram. Es ist irgendwie viel unmittelbarer, viel, viel direkter, und wenn man jetzt alle so Sicherheitsbedenken, Datenschutzbedenken, politischen Implikationen ausklammert, kann man einfach wahnsinnig viel, viel Spaß haben und tatsächlich auch viel lernen auf TikTok. Das finde ich als Nutzer interessant, und als Tech-Journalist fasziniert mich, wie unglaublich gut das ByteDance, also der chinesische Eigentümer von TikTok, es geschafft hat, die App, also so den ersten Kontakt mit der App ganz, ganz einfach zu machen, und wie schnell man reingezogen wird, weil man ja im Gegensatz zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, sich nicht erst ein Freundesnetzwerk aufbauen muss. Also es gibt keinen sogenannten Social Graph, und die Empfehlungen basieren nicht darauf, wem ich folge, sondern ich muss quasi keinen einzigen Freund haben und muss niemanden abonnieren, und trotzdem werden mir personalisierte Videos empfohlen, und zwar im Prinzip ab der ersten Sekunde an, und es funktioniert unglaublich gut, und die technischen Mechanismen, die dahinter stehen, sind schon sehr, sehr faszinierend. Mhm. Viele haben ja, glaube ich, bei TikTok das Bild vor Augen, das sind Mädchen, die zu Musik tanzen. Das klang jetzt bei dir aber anders. Was sind spannende Inhalte, die du auf TikTok wahrnimmst? Also natürlich, so dieses Klischee hat ja schon auch einen wahren Kern, und es kommt ja nicht von irgendwoher. Und es geht schon sehr viel um Unterhaltung. Und also TikTok entstammt ja auch der ursprünglichen Plattform Musical.ly, die 2017 dann aufgekauft wurde, was vor allem so eine Lip-Sync so und Video- und Tanz-App war. Es geht viel um Musik. Und eben viel um Unterhaltung, aber gerade im Laufe der letzten, ich würde sagen, anderthalb, zwei Jahre sind dann nochmal ganz andere Inhalte mit reingekommen. Jetzt aktuell Black Lives Matter hat auf TikTok sehr, sehr groß stattgefunden in den USA, auch der Protest gegen Donald Trump, wo sich viele junge Nutzerinnen und Nutzer sehr politisch aktiv engagieren. Und es gibt auch, also zum Beispiel in Deutschland, diverse Lehrerinnen und Lehrer oder Juristen, Anwälte, die TikTok nutzen, um einfach Inhalte zu vermitteln auf eine neue, kreative Art und Weise, die eben auch bei jungen Menschen andockt. Aber alles immer in einem Format von kurzen Videos, 15 bis 60 Sekunden? Ja, überwiegend, überwiegend. Also so gibt schon auch, also sag niemals nie, es gibt auch lange Videos ab und zu auf TikTok, aber ich glaube, das, was vor allem funktioniert, ist dieses kurze Format. Es ist eben nicht YouTube, ich setze mich da nicht davor und schaue mir eine halbe Stunde aufwendig produzierte Doku an, sondern es ist eine neue Art von Erzählen und auch eine neue Herausforderung. Natürlich, also man könnte jetzt einerseits kulturpessimistisch da herangehen und sagen, oh Gott,
wenn das alles nur 15 Sekunden lang ist, dann ist es ja total oberflächlich. Oder halt sagen, ja, das ist eine Chance, Leute, die halt nicht in dem Moment die Zeit oder das Interesse haben, sich jetzt eine halbe Stunde öffentlich-rechtliche Dokumentation anzuschauen, auf eine ganz andere Art zu erreichen und abzuholen und vielleicht auch an andere Formate heranzuführen. Und ich würde dann immer erst mal versuchen, bei so neuen Entwicklungen eher mal die Chancen zu sehen und dann den Kulturpessimismus, der kann dann auch noch ein paar Monate später oder ein paar Jahre später folgen. Mhm. Du hast eben den Algorithmus erwähnt. Der war jetzt ja auch in der politischen Debatte, hat ja eine Rolle gespielt. Du hast ein bisschen schon erklärt, was den unterscheidet vielleicht auch von dem, was es bisher gibt. Wie transparent ist denn eigentlich dieser Algorithmus? Also hat man Einblick darin, wie TikTok wirklich funktioniert? TikTok selbst sagt ja, man hat mittlerweile Einblick, beziehungsweise man ist etwas viel gesagt, aber ausgewählte Expertinnen und Experten. TikTok hat ein sogenanntes Transparency Center, also ein Transparenzzentrum in Los Angeles eröffnet, wo sukzessive, das ist noch eine ganz neue Entwicklung, aber es soll jetzt im Laufe der kommenden Monate weiter geöffnet werden, eben Journalistinnen und Journalisten oder ja, Experten, Datenwissenschaftler, auf Anfrage Einblick in diesen Algorithmus bekommen. Allerdings so jeder, ich hatte selbst noch keinen Zugang dazu, aber ich habe mit Leuten gesprochen bzw. gelesen, was Menschen berichten, die da schon etwas reinschauen konnten. Ich will das gar nicht alles in Abrede stellen und es ist schon mehr als zum Beispiel Facebook, Instagram oder YouTube machen, deren Algorithmen noch mehr unter Verschluss gehalten werden. Aber es ist auch weit davon entfernt zu sagen, es ist alles transparent und offen und jeder kann alles nachvollziehen. So weit geht es nicht. Aber immerhin, es ermöglicht einige Erkenntnisse und so quasi grob zusammengefasst. Also klar, so der Algorithmus von TikTok ist so das Kernstück, das Herzstück, macht, glaube ich, zentral den Erfolg dieser Plattform aus. Und das ist quasi die Logik, nach der TikTok Inhalte empfiehlt. Also es bildet von jeder Nutzerin und jedem Nutzer ein Interessens- und Persönlichkeitsprofil, in das, ich glaube, man kann sagen, tausende unterschiedliche Indikatoren und Merkmale einfließen. Das fängt bei so relativ banalen Sachen an, wie welches Handy nutze ich, was habe ich für eine Smartphone-Auflösung, mit welcher IP-Adresse wähle ich mich ein, wie schnell ist meine Internetverbindung. Also so technische Gerätedaten und geht aber natürlich auch ganz viel auf mein eigenes Verhalten. Also mit welchen Videos habe ich in der Vergangenheit wie lang interagiert, was habe ich geliked, was habe ich kommentiert, wie lang ist meine Verweildauer, wann scrolle ich weg, was auch immer. Also es wird sozusagen jede Handlung innerhalb dieser Plattform erfasst, was Facebook und Instagram in der Form natürlich genauso machen. Nur bei TikTok ist eben das Entscheidende nicht, welchen anderen Menschen folge ich und mit wem befreunde ich mich, sondern es sind wirklich nur meine eigenen Handlungen. Und dann wird quasi mir ein bestimmter Score in ganz vielen Bereichen zugewertet und zugewiesen. Und jedes neue Video, was irgendjemand auf der Plattform hochlädt, erhält ähnliche Scores. Also es wird nach vielen Indikatoren, welche Musik taucht darin auf, wie lang ist das Video, was sind das für Inhalte, was sind da für Hashtags verwendet. Es wird durchanalysiert und dann wird das verglichen mit dem, was habe ich, also quasi, was ist mein eigenes Persönlichkeitsprofil. Und auf dieser Logik werden mir quasi neue Inhalte vorgesetzt und ich muss, also kann auch jeder ausprobieren und das empfehle ich auch sehr, rufe dazu auf, so erstellt euch selbst TikTok-Accounts und schaut einfach mal, wie das funktioniert. Und schaut euch diese sogenannte For You-Page an. Das ist quasi die Startseite, auf der diese Videos auftauchen. Man wird merken, irgendwie nach der ersten halben Stunde Interaktion mit dieser App funktioniert das erstaunlich gut. Also das heißt, in manchen Dingen unterscheidet sich die Plattform von dem, was es bereits gibt. Vieles ist auch ähnlich, also die Dinge, die du eingangs genannt hast. Die Frage, die wahrscheinlich viele in der Kinder- und Jugendarbeit auch interessiert, ist diese Form von Nutzerverfolgung, Datenverarbeitung, problematischer als das, was wir schon kennen? Ist es sozusagen, muss man sich Sorgen machen, wenn sich Kinder und Jugendliche auf dieser Plattform bewegen? Ich würde so ausdrücken, wer sich keine Sorgen macht, wenn Kinder und Jugendliche Facebook und Instagram benutzen, der muss sich auch nicht unbedingt mehr Sorgen machen, wenn sie TikTok nutzen. Also quasi, ja, es werden unglaublich viele Daten erfasst und verarbeitet, aber es ist eigentlich nichts, was über die Praxis der anderen Plattformen hinausgeht. So, wir werden da überall durchleuchtet. Ich finde immer, ein wichtiger Hinweis ist schon,
es geht den Betreibern dieser Plattform nicht darum, einzelne Nutzerinnen und Nutzer, oft kommt dann so ein Wort wie auszuspionieren auf, also quasi das Interesse ist nicht an dem Einzelnen, sondern das Interesse ist natürlich erstmal nur daran, möglichst viele Daten zu sammeln, damit die Videoempfehlungen möglichst relevant sind, damit möglichst viele Menschen viel Zeit in der App verbringen, damit mehr Werbung angezeigt wird. Also so, es ist, man kann das alles kritisieren, diese Mechanismen, aber ich finde, es ist keine Überwachung und keine Spionage, weil ich eben nicht über Nutzerin XY 14 Jahre aus was auch immer viele Daten sammeln will oder schauen will, was die so macht, sondern es geht um Cluster und um Gruppen. Mhm. Das ist der eine Teil der Antwort auf die Frage. Und der andere Teil, der natürlich immer mitschwingt, so TikTok, chinesischer Eigentümer, ByteDance, ist immer die Befürchtung, inwieweit landen Daten in China? Gibt es eine Möglichkeit da, ja, dass da irgendwas abfließt, dass da eben doch Überwachung und Spionage betrieben wird? Und ich glaube, also es gibt keinen einzigen Beweis, dass in der Vergangenheit dergleichen geschehen ist, sagen alle ernstzunehmend Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforscher, die ich kenne. Aber gleichzeitig kann niemand ausschließen, dass sowas in der Zukunft geschieht, weil es in China die Rechtslage eben schon so ist. Falls die Regierung Zugriff auf Daten von einem Unternehmen haben will und verlangt, dass seinen Sitz in China hat, dann hat dieses Unternehmen sehr wenig Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Und das wird auch ByteDance nicht haben. Also es gibt Bedenken. TikTok selbst sagt, ja, wir sind völlig, also vielleicht muss ich dann noch einmal kurz ausholen, damit man es besser versteht. TikTok selbst sagt, wir sind völlig unabhängig von ByteDance, wir sind zwei Unternehmen. Es gibt quasi die China-Variante von TikTok, die heißt Douyin. Das ist mehr oder weniger die gleiche App, nur mit anderen Namen. Die wird innerhalb von China angeboten und es gibt TikTok im Rest der Welt. Und TikTok betont eben, es gibt überhaupt keine Leitung nach Peking. Unsere Daten werden in Singapur und in den USA verarbeitet. Wir sind völlig getrennt. Und trotzdem ist, glaube ich, der Status quo, falls die chinesische Regierung da wirklich Zugriff haben will und drauf drängt, dann wird ByteDance keine Chance haben. Könnte man ja auch sagen, es ist naiv anzunehmen, dass es eine solche Datenweitergabe nicht geben kann, weil es gibt sie ja bei amerikanischen Unternehmen letztlich auch, wenn der Staat das verlangt. Und auch da haben wir ja in der Vergangenheit Skandale erlebt. Wäre das aus deiner Sicht mit dem Deal, der jetzt gerade geschlossen wurde, denn zukünftig ausgeschlossen? Und vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was wurde da eigentlich gerade gedealt? Oh Gott. Ich versuche es möglichst kurz zusammenzufassen. Ja. Also es gibt seit vielen Jahren in den USA Sicherheitsbedenken, aber die haben seit einigen Monaten noch mal eine neue Eskalationsstufe angenommen, angefangen mit Geheimdiensten, Sicherheitsbehörden und dann seit ein, zwei Monaten auch Donald Trump, die im Fall von Trump sehr öffentlichkeitswirksam und lautstark betonen, was für ein immenses Sicherheitsrisiko TikTok doch für die USA darstellt, eben weil Daten möglicherweise in China landen und weil Peking das Ganze nutzen könnte, um entweder amerikanische Nutzerinnen und Nutzer zu überwachen oder um so ähnlich wie mutmaßlich russische Akteure das bei der Wahl 2016 gemacht haben, könnte eben jetzt China gezielt Inhalte streuen, andere subtil löschen und so versuchen, den Wahlkampf zu beeinflussen, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, auf die Diskurse zu nehmen. Das sind die Bedenken. Die sind nicht, wie gesagt, nicht völlig unberechtigt. Nur glaube ich ehrlich gesagt, dass sie bei allem, was ich jetzt gleich erzählen werde, eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Also so meine Interpretation, damit bin ich jetzt nicht alleine, ist, dass es Trump dann doch in erster Linie darum gegangen ist, im Wahlkampf nochmal einmal harte Hand gegen China zu zeigen. Das hat er 2016 schon gemacht und ist damit ganz gut gefahren. Also man braucht irgendwie einen Feind im Ausland, gegen den man gut Stimmung machen kann. Und das war sicher wieder Teil der Strategie. Genau, das hat sich dann eben vor so zwei Monaten verschärft und ist zunehmend eskaliert, bis Trump irgendwann gesagt hat, er würde die App jetzt Anfang August, glaube ich, eine Deadline von 45 Tagen gesetzt über eine Executive Order, wonach TikTok am 20. September, also vorgestern, hätte verboten werden sollen, wenn bis dahin
die App nicht an ein US-amerikanisches Unternehmen verkauft wird. Dann ging eben in den vergangenen anderthalb Monaten sofort die Verhandlungen los. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde Microsoft die App kaufen für einen damals kolportierten Preis von so 20 bis 30 Milliarden. Und zwar komplett, also komplett übernehmen das US-Geschäft mit TikTok und sowohl den Algorithmus als auch alle Nutzerdaten abkaufen. Letztendlich ist es anders gekommen. Microsoft hat sich zurückgezogen, nachdem China da einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, diesen Algorithmus verkaufen wir nicht. Und wir lassen uns auch nicht komplett abkaufen. Der Status quo ist, dass Oracle und Walmart, also zwei große US-Unternehmen, ungefähr 20% der Anteile eines neu zu gründenden Unternehmens übernehmen, was sich TikTok Global nennt, an dem wiederum auch ByteDance Anteile hält. Und es ist, also die Eigentümerstruktur ist sehr, sehr kompliziert, gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Trump sagt, es befindet sich in amerikanischer Hand, China sagt, es bleibt unter unserer Kontrolle, da gibt es ziemlich unterschiedliche Interpretationen davon. Klar ist aber, dass der Algorithmus, über den wir schon so viel geredet haben, komplett in chinesischer Kontrolle verbleibt. Da hat China auch ein neues Gesetz erlassen und gesagt, Technologietransfer ins Ausland ist verboten. Der landet definitiv nicht in den USA. Oracle wird ab und zu den Quellcode der App überprüfen dürfen und schauen, ob da Hintertüren drin sind. Aber auch da sagen Sicherheitsforscher eher, dass die Sicherheitsbedenken in keinster Weise entkräftet. Und sprich, das, was Trump immer wieder angekündigt hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt irgendwie absichern, die Daten besser schützen. Dazu trägt der Deal eigentlich 0,0 oder maximal in Ansätzen bei. Was passiert ist, dass Larry Ellison, das ist der Gründer von Oracle, ein relativ guter Freund von Trump, Anteile an einem lukrativen Unternehmen erhält. Insofern, das hat sicher auch dazu beigetragen, dass eben jetzt Oracle den Zuschlag bekommen hat. Und was die tatsächlich begründeten Bedenken angeht, glaube ich, ändert sich gar nichts. Mhm. Gut, jetzt ist ja auch die Frage, geht es vielleicht in letzter Konsequenz nur darum, ein chinesisches Unternehmen vom Markt zu drängen, was es ja erstmals geschafft hat, auch wirklich ein erfolgreiches Social-Media-Angebot im Westen zu platzieren. Eine, die wir hier wahrscheinlich nicht lösen können. Dennoch, glaube ich, ist die Frage, wie ist das eigentlich, wenn ein autoritäres Regime in westlichen Demokratien aktiv wird, eine, die viele bewegt. Und da fällt ja auch immer das Stichwort Zensur. Gibt es da Hinweise, dass TikTok in der Vergangenheit Inhalte zensiert hat? Ja, tatsächlich. Also sogar noch ein bisschen mehr als nur Hinweise. Es gibt, würde ich fast sagen, Belege und Beweise. Es sind immer wieder Moderationsregeln geleakt, teilweise vom Guardian, von Netzpolitik, von The Intercept oder anderen Investigativportalen öffentlich gemacht wurden. Ich habe selbst solche Dokumente eingesehen, teilweise auch mit den sogenannten Content-Moderatorinnen und Moderatoren von TikTok gesprochen, die quasi im Auftrag von TikTok Inhalte löschen. Und es ist definitiv so, dass gerade 2019 ist da ziemlich viel öffentlich geworden, dass da Regeln in Kraft waren, die aus westlicher Sicht hochproblematisch sind. Also es fängt an bei der Zensur, und ich glaube, da ist das Wort ausnahmsweise wirklich mal angebracht, was sonst oft vorschnell verwendet wird, aber in dem Fall passiert es ja auf Druck von China, also eines Staates, bei der Zensur China-kritischer Inhalte, Tiananmen-Massaker, Tibet, Hongkong, viele kritische Informationen über die Zustände in den Lagern, wo Uiguren eingepfercht sind. Solche Inhalte finden auf TikTok nahezu gar nicht statt und man findet sie auch nicht. TikTok selbst wehrt sich gegen die Vorwürfe und sagt, wir greifen hier nicht bewusst ein, die Regeln sagen was anderes. Es mag sein, dass mittlerweile einige dieser Regeln in der Form nicht mehr in Kraft sind, aber sie waren es definitiv mal. Es werden immer noch LGBTQ-Inhalte, also Videos von queeren Menschen, gelöscht in bestimmten Sprachen, auf Russisch und Arabisch zum Beispiel nach wie vor. Da gab es erst vor ein paar Tagen nochmal eine Enthüllung. Mhm. Es gab Guidelines, die besagt haben, dass aus TikToks Augen, ich sage es jetzt in dicken Anführungszeichen, hässliche Menschen eher unterdrückt werden. Also wenn die Videos hochladen, dann soll der Algorithmus sie nicht empfehlen, weil das
ja quasi den TikTok-Nutzerinnen und Nutzern nicht gefällt, wenn da Leute, dicke Menschen oder eben hässliche, was auch immer das sein soll, Menschen zu sehen sind. Also es gibt schon einige Vorgaben, die ich persönlich als hochproblematisch empfinde. Und die, glaube ich, auch noch mal über das hinausgehen, wie Plattformen wie Facebook in Inhalte und Moderationen eingreifen. Wir haben am Anfang über Content gesprochen, jetzt noch mal ein bisschen über Content gesprochen. Mich würde noch interessieren, wie professionell ist die Plattform? Also wir alle kennen InfluencerInnen auf YouTube oder Instagram. Wie sieht es auf TikTok aus? Also es ist noch nicht auf dem Niveau wie jetzt bei den anderen von dir angesprochenen Plattformen. Man muss allerdings auch sagen, dass TikTok einfach viel, viel jünger ist. Also so ist, ja, 2017 Musical.ly gekauft, gegründet, 2016 aber richtig groß geworden, würde ich sagen, gerade in Deutschland erst im Laufe der vergangenen anderthalb Jahre ungefähr. Das ist ja gar nichts im Vergleich zu YouTube oder Facebook, die alle so 15 bis 20 Jahre alt sind. Dementsprechend hat es viel länger gedauert, oder es war viel weniger Zeit, dass diese Infrastruktur, diese Professionalisierung sich langsam aufbaut. Angesichts der Kürze der Zeitspanne finde ich schon ziemlich professionell. Also so, es beginnt schon, man kann damit auch Geld verdienen, man kann davon auch leben. Und ich glaube, es entdecken auch gerade viele Unternehmen diese Plattform als große Marketingmöglichkeit und werfen mittlerweile auch Werbebudget drauf und bezahlen Influencerinnen und Influencer. Aber da wird sicher, also jetzt mal vorbehaltlich alle Entwicklungen in den USA, die hinter alles noch ein kleines Fragezeichen setzen, aber mal davon ausgegangen, dass TikTok auch in ein paar Wochen und Monaten noch weltweit verfügbar sein wird, wird da noch einiges passieren. Also da kommt Geld rein, da kommt noch mehr Professionalität rein, da werden Unternehmen versuchen, die Plattform weiter zu nutzen. Und trotzdem glaube ich, dass es sich mehr so von diesem so ein bisschen Anarcho-Charme vom Anfang erhalten wird, was unter anderem an dem Algorithmus liegt. Während man sich auf Facebook oder Instagram, YouTube, wie auch immer, jedenfalls an anderen Plattformen so über lange Zeit eine Reichweite aufbauen muss und ja auch ein Netzwerk aufbauen muss, Freunde aufbauen muss und dann aber, wenn man einmal diesen Status erreicht hat und ein paar Millionen Follower hat, eine konstante Reichweite hat, funktioniert es auf TikTok eben ein bisschen anders, weil Nutzerinnen und Nutzer von der ersten Sekunde, in der sie sich anmelden, unglaublich viral gehen können. Also es kann passieren, dass irgendwie ein Typ mit 13 Followern ein Video aufnimmt und das aus irgendwelchen Gründen in kurzer Zeit von vielen Menschen angesehen wird. Dann wird der TikTok-Algorithmus darauf aufmerksam, empfiehlt es auf dieser For You-Page von anderen Leuten und am Ende wird es ein paar Millionen Mal angeschaut. Also die Durchmischung ist stärker als bei anderen Plattformen. Vielleicht will ja hier auch noch jemand eine TikTok-Karriere starten. Also man kann noch einsteigen in das Business. Vielen Dank bis hierher, Simon. Es gibt einiges an Fragen. Genau. Und zwar vielleicht nochmal einmal die Frage, kannst du ganz kurz nochmal sagen, was ByteDance ist? Das kann genau. ByteDance ist eben das chinesische Unternehmen, in dessen Besitz sich TikTok befindet. Also quasi der Eigentümer. Und ByteDance entwickelt unterschiedliche Apps und Social-Media-Produkte. Die beiden wichtigsten sind eben TikTok außerhalb von China, in quasi allen anderen Ländern. Und innerhalb von China heißt diese App Douyin. Ist quasi das Gleiche. Sieht auch genauso aus, ist eben nur klar von TikTok abgegrenzt und wird auch, und da widerspricht auch ByteDance in dem Fall dann nicht, wird auch einfach zensiert. Also da sind Tausende, Zehntausende Zensoren, so wie bei jeder chinesischen Plattform, aktiv, die aktiv Inhalte aussortieren, die der Regierung nicht gefällt. Das ist aber eben innerhalb von China und TikTok außerhalb ist angeblich unabhängig davon. Okay, danke. Dann gab es noch eine Frage, die nochmal zum Nutzungsverhalten geht. Mhm. Und zwar kam da die Frage, oh Gott, wenn ich mich jetzt bei TikTok anmelde, hat denn TikTok schon Informationen über mich aus anderen Social-Media-Plattformen und kann deswegen schneller meine Interessen erfassen? Oder wie schnell weiß TikTok eigentlich oder der Algorithmus, was ich mag oder was mir gefallen könnte? Inwieweit es mit bisherigen Nutzungsverhalten verknüpft wird. Also ich würde es nicht völlig ausschließen, zumal es, also, oder andersrum,
ich sage erstmal, ich schicke voraus, ich weiß es nicht. Es gab immer wieder Berichte, dass Facebook sogenannte Schattenprofile bildet, quasi auch von nicht angemeldeten Menschen oder Menschen, die noch keinen Account haben, das Nutzungsverhalten sammelt und das dann angeblich damit verknüpft, wenn man sich irgendwann anmeldet und diese Informationen aggregiert. Facebook hat dem immer widersprochen. Es ist nicht völlig aus der Welt, der Verdacht. Allerdings muss man auch sagen, also teilweise werden diese Informationen, das sind halt auch sicherheitsrelevant, also sowas wird gesammelt, um zum Beispiel Fake-Accounts und Bots zu bekämpfen, um Betrug zu verhindern. Und wenn Facebook sagt, dass sie es nicht verknüpfen, ich will Ihnen jetzt da auch nichts unterstellen. TikTok wird solche Informationen, also wenn ich jetzt zum Beispiel tiktok.com oder tiktok.de in meinem Webbrowser eingebe, dann wird TikTok sicher auch Informationen über mein Gerät sammeln. Allerdings sind normalerweise, wenn ich dann einen anderen Browser benutze oder meine Cookies lösche oder meinen Cache lösche, sind diese Informationen auch wieder weg. Und zum Beispiel, wenn ich was in meinem Webbrowser mache, dann hat TikTok ja auch überhaupt keine Möglichkeit, das auf mein Handy zu übertragen. Das ist erstmal ein neues Gerät und die TikTok-App funktioniert ja auch nur auf dem Handy. Also wenn ich das da zum ersten Mal benutze, dann halte ich es für unwahrscheinlich, dass das schon das große Persönlichkeitsprofil vorliegt. Plus, und das finde ich eigentlich das Wichtigste, selbst wenn da bestimmte Informationen reinfließen, zum Beispiel unter dieser IP-Adresse oder aus diesem WLAN-Netz gab es in der Vergangenheit schon mal Besucher auf unserer Webseite, dann sind die Informationen im Vergleich zu dem, was an Daten in der App gesammelt wird, ja total irrelevant. Also wenn ich 3 Minuten lang die App benutze, hat ja TikTok, glaube ich, 100-mal so viele relevante Daten gesammelt wie davor. Dementsprechend ist es vielleicht auch einfach nicht wirtschaftlich und nicht sinnvoll aus deren Augen. Also darum würde ich mir jetzt weniger Gedanken machen. Gut, das ist auch aber eine schöne Information. Bei anderen Plattformen wie bei Facebook kann man sich ja auch Reichweite erkaufen. Geht das auch bei TikTok? Oh Gott, ich habe noch nie, ich weiß, also nein, ich kann man, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass Werbung anders funktioniert, dass ich quasi keine Reichweite boosten kann. Aber ich habe noch nie versucht, mit dem irgendwie mit dem Werbemanager von TikTok rumzuspielen. Aber im Zweifel zurückstellen, ich kann es gleich einmal googeln. Alles gut. Oder sonst alles in 3 Minuten kann man es selbst googeln. Aber war für mich noch nie relevant, die Frage. Alles klar. Also ich weiß, dass Unternehmen eher quasi mit, wenn die Werbebudget investieren, halt eher mit Influencerinnen und Influencern zusammenarbeiten und sich halt von denen organische Reichweite kaufen. Ja. Wir bleiben nochmal beim Algorithmus, da kamen relativ viele Fragen zu, weil das, glaube ich, auch einfach ein spannendes und großes Thema ist. Und zwar die Frage nochmal, wie das, also ich glaube, bei Facebook ist jetzt relativ klar so, dass wie gelange ich in meine Filterbubbles, dass mir immer dasselbe angezeigt wird und ich da reinkomme. Ist das dann, nach dem, was du gesagt hast, tatsächlich ein bisschen schwieriger bei TikTok in so eine Filterbubble zu kommen oder ist das vergleichbar von der Systematik, dass mir wirklich dann ständig dasselbe oder was mir gefallen könnte angezeigt wird? Ich glaube, also ich mag den Begriff der Filterbubble nicht so wahnsinnig gern. Also wenn überhaupt, würde ich es Echokammer nennen, aber auch da, ich halte das Phänomen tendenziell für überschätzt. Ich glaube, das war so eine Sau, die vor 3-4 Jahren mal durchs mediale Dorf getrieben wurde. Auch dieses Buch The Filter Bubble ist nicht so, 2011, glaube ich, von Eli Pariser, ist nicht so wahnsinnig gut gealtert. Die gibt es sicher, so eine Tendenz zur Filterbubble. Ich halte aber zum Beispiel geschlossene Gruppen bei Facebook viel gefährlicher als das, was, wenn wir den Begriff Filterblase verwenden, meinen wir meistens den Algorithmus, der uns personalisierte Inhalte vorsetzt. Die meisten Studien, die zu dem Thema bislang existieren, auch die aktuelleren und größeren Studien, sagen eher, die Diversität, politische Diversität, gesellschaftliche Diversität der Inhalte, die mich auf sozialen Medien erreicht, ist größer, als wenn ich soziale Medien nicht nutze. Einfach nur der Vergleich im analogen Zeitalter. Die meisten Menschen hatten halt ein Zeitungsabo. Wenn ich jeden Tag nur die Bild-Zeitung und nur die FAZ lese, vor 30, 40 Jahren, dann habe ich eine geringere Auswahl an Inhalten, als wenn ich jeden Tag Facebook nutze, weil da zumindest auch ab und zu Inhalte und selbst wenn es nur, weil irgendjemand postet, hier guck mal, was für ein Quatsch. Aber mir wird halt trotzdem irgendwas anderes in die Timeline gespült. Insofern würde ich das jetzt, also muss ich immer Filterblase mit Vorsicht, also das vorausgeschickt, sorry. Und ich glaube, die Gefahr bei TikTok in solchen Echokammern sich wiederzufinden,
die ist auch existent, weil TikTok ja genauso versucht, mir Inhalte vorzuschlagen, die mich interessieren könnten. Also die Empfehlungen basieren halt ein bisschen auf einer anderen Logik, nicht nur auf den Menschen, denen ich folge, sondern mehr auf meinen früheren Interaktionen. TikTok sagt selbst, sie haben vor kurzem eben als dieses Transparency Center, was ich schon erwähnt hatte, in Los Angeles vorgestellt haben, auch so ein bisschen über die Kriterien geredet für den Algorithmus. Da haben sie sehr betont, ja, sie machen sich auch wirklich Gedanken um Filterbubbles und sie versuchen aktiv quasi Filterbubbles aufzubrechen oder am Entstehen zu verhindern, indem der Algorithmus regelmäßig gezielt Inhalte vorschlägt, die nicht unbedingt zu meinem bisherigen Nutzungsverhalten passen. Allerdings habe ich die Äußerungen eher so verstanden, dass es ihnen dann nicht zwangsläufig um politische Diversität geht, sondern viel so um, wenn ich bislang nur irgendwie Videos angeschaut habe, die mit Pop unterlegt waren, dann bekomme ich auch mal eins, was mit Punkrock unterlegt ist. Oder so. Also so, es geht viel um inhaltliche, nicht um inhaltliche Diversität, sondern so um Formatdiversität. Das ist jetzt nicht das Erste, an das ich denke, wenn ich den Begriff Filterbubble höre, wobei man halt auch grundsätzlich sagen muss, im Vergleich zu anderen Plattformen ist TikTok immer noch relativ unpolitisch. Also es ist schon einfach viel Unterhaltung und da finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich halt Musikvideos sehe, die mir gefallen, da muss ich vielleicht auch nichts anderes untergemischt bekommen. Ja, vielen Dank. Wir steigen einfach direkt in die Diskussion ein mit der letzten Frage, die wir jetzt gerade in dem Austausch hatten. Simon, die Frage, was macht das so erfolgreich unter Jugendlichen? Du hast eingangs was dazu gesagt, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen nachfüttern mit Dingen, die du selbst auf der Plattform wahrnimmst oder erlebst. Oder es ist ja auch so, TikTok hat ja eine sehr lange Nutzungsdauer auch. Was hält die Nutzer auch bei der Stange, da immer dran zu bleiben? Genau, also ich hatte ja bereits die beiden Punkte angesprochen, die Kreativität der NutzerInnen und eben den unglaublich guten, erfolgreichen Algorithmus. Ich glaube, das sind auch tatsächlich die beiden zentralen Punkte, weil eben, also ich empfehle es wirklich jedem, einmal die App installieren, man kann sich da anmelden, auch nicht mit Klarnamen, wie auch immer, sich mal selbst einen Account erstellen und mal eine halbe Stunde durchswipen und wischen und mal schauen, was da los ist. Ich glaube, das macht die Faszination dann doch irgendwie nachvollziehbarer. Und ich verstehe alle Bedenken bezüglich China und ich teile das auch in Teilen und finde dieses Land problematisch und die Zensur problematisch. Und trotzdem glaube ich, dass man da zumindest einmal reinschnuppern kann, ohne jetzt den Überwachungsstaat da noch weiter Vorschub zu leisten. Genau, also quasi um die Faszination zu verstehen, selbst einmal nutzen und natürlich, also so, dann merkt man halt auch nach einer halben Stunde, hat dieser Algorithmus schon angefangen zu funktionieren und ich sehe tatsächlich Inhalte, die in irgendeiner Form auf mich zugeschnitten sind und es funktioniert besser und schneller und anders als bei Facebook und Insta. Und da kommt natürlich noch dazu, dass es halt auch gerade im Moment TikTok, glaube ich, ein Raum ist, der noch weitgehend frei von so aus Sicht der Jugendlichen nervigen Erwachsenen ist. Also es ist irgendwie, ich glaube, es fühlt sich so wie ihr eigenes Zuhause an und mittlerweile, also Facebook ist ja längst irgendwie verrentet oder zumindest deutlich, deutlich älter geworden und zumindest die aktiven NutzerInnen sind eher 40 plus. Bei Insta ist der Trend ein ähnlicher, also das Alter geht hoch im Durchschnitt und dann sind halt Snapchat und TikTok irgendwie so die neuen U18 Plattformen, wo man auch ungestört über LehrerInnen lästern kann und sich glaube ich einfach freier austauschen kann. Und natürlich, also ich glaube, was schon dazu kommt, ist auch ein gewisser, wie bei allen Plattformen, so ein gewisser sozialer Druck. Also es ist halt, glaube ich, einfach sehr menschlich, sich nach Likes, Aufmerksamkeit, Kommentaren, was auch immer zu sehen. Und wenn halt alle meine MitschülerInnen auf so einer Plattform sind und sich dann da täglich auch auf dem Pausenhof und in ihrer Freizeit über Inhalte und Videos dort austauschen, dann will ich halt nicht außen vor sein. Also es entsteht sicher auch ein Gruppendruck, sich da anzuschließen. Und ich glaube, das kennt fast jeder, der schon mal in sozialen Medien irgendwas gepostet hat. Irgendwie freut man sich ja doch, wenn halt dann jemand kommentiert oder dann kommt eine Nachricht, 7 Leute haben deinen Beitrag geliked. Und ich glaube, dass das halt bei 14-Jährigen dann teilweise nochmal stärker der Fall ist. Und so, das kann man alles auch kritisch sehen. Ich glaube, darüber sollte man dann auch, wenn man das in der Bildungsarbeit einsetzt, unbedingt sprechen. Also über den
eigenen Umgang damit, was macht es eigentlich mit mir aus, wieso richte ich mein Selbstwertgefühl danach, was mir andere Leute, die ich teilweise gar nicht kenne, auf so einer Plattform unter mein Video schreiben. Aber das ist sicher ein Mechanismus, der dazu beiträgt. Wir haben ja gerade hier in der Diskussion gehört, dass die pädagogische Arbeit mit in TikTok noch eher am Anfang steht. Das kann eine Chance sein. Also man kann da jetzt reingehen, kann sich positionieren, ähnlich wie das ja bei anderen Plattformen früher auch schon geschehen ist. Andererseits gibt es auch noch eine gewisse Zurückhaltung, will ich mich mit diesem Medium auseinandersetzen. Und vielleicht ist es an der Stelle hilfreich, auch nochmal drauf zu schauen, wie sieht denn eigentlich das deutsche TikTok aus? Wir haben jetzt sehr viel über die internationale Situation gesprochen. Was kann man zum Beispiel über die Nutzerinnenstruktur in Deutschland sagen? Was gibt es da für Daten? Also die unterscheidet sich jetzt, glaube ich, zumindest was die demografischen Merkmale angeht, nicht sehr von der internationalen. Sprich, sie ist natürlich sehr, sehr jung. Eine Sache, die man, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten sollte, sie ist jünger als erlaubt. Offizielles TikTok ab 13 Jahren erlaubt, aber es ist ziemlich unbestritten, dass nicht unbedingt ein Großteil, aber ein signifikanter Anteil der NutzerInnen dann doch jünger als 13 ist. Ich habe kürzlich ein Interview mit einem Lehrer gelesen, der auch auf TikTok aktiv ist, der da irgendwie so 300.000 Follower hat, der sagte, er hatte auch durchaus 6- bis 10-jährige Menschen, die ihm folgen. Also TikTok scheint das auch dann nicht in der Form durchzusetzen. Und natürlich, also ich verlange jetzt überhaupt nicht, dass man sich damit mit Ausweis registrieren muss. Wo kommen wir denn dahin? Das finde ich auch irgendwie schwierig. Aber so um den Jugendschutz ist es, glaube ich, auf der Plattform jetzt auch nicht so wahnsinnig gut bestellt. Das ist erstmal das rein, also so, was das Alter angeht, eine wichtige Information. Ansonsten, ja, eben Hauptnutzungsgruppe zwischen 14 und 24. Ich glaube tatsächlich auch relativ quer durch gesellschaftliche und soziale Schichten hindurch. Also man kann das irgendwie in jeder Schulform und für jede Zielgruppe ganz gut einsetzen. Noch ein Einwurf. TikTok ist so ein bisschen das Snapchat von vor 2 oder 3 Jahren. Also damals war irgendwie Snapchat total der heiße Scheiß und alle haben darüber geredet, die neue Facebook-Konkurrenz und die Kinder rennen alle dahin. Mittlerweile redet niemand mehr über Snapchat. Das heißt aber nicht, dass diese Plattform irrelevant geworden ist. Also im Gegenteil, so in Deutschland hat es immer noch mehr junge Nutzerinnen und Nutzer als TikTok. Und ist auch international noch total relevant. 300 Millionen Menschen nutzen diese Plattform. Ist größer als Twitter zum Beispiel. Und nur weil es eben jetzt gerade nicht mehr so viel mediale Beachtung hat, ist es nicht aus der Welt. Also man kann durchaus auch noch auf andere Plattformen schauen. Und muss jetzt nicht nur, weil gerade alle über dieses neue TikTok-Ding schreiben, automatisch nur damit arbeiten. Hm. Ja. Die Frage ist aber auch, ob TikTok älter werden möchte. Ne? Also ich finde es sehr schwer, sich in sozialen Medien zu bewegen, ohne dass man mit TikTok-Werbung bombardiert wird. Und hätte mich jetzt nicht als klassische TikTok-Zielgruppe gesehen. Steht dahinter eine Strategie? Also TikTok will auf jeden Fall größer werden. Das kann man auf so ganz sicher sagen, in welche Altersgruppen sie wachsen, ist, glaube ich, dann erstmal sekundär. Ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor von TikTok, warum sie auch einfach so schnell so groß geworden sind, also man muss ja schon sagen, die sind einfach selbst im Vergleich zum Beispiel zu Facebook und Insta nochmal um ein Vielfaches schneller gewachsen. Und es gibt keine andere App der Welt, die so schnell so groß geworden ist. Mittlerweile 2 Milliarden Downloads, zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde täglich aktive Nutzer. Also es ist schon erstaunlich und dazu hat eben beigetragen, dass TikTok in der Anfangszeit einfach unglaublich viel Geld in Anzeigen investiert hat und zwar interessanterweise in Anzeigen auf anderen sozialen Medien, also auf anderen Plattformen. Sprich, die haben einfach mehr als 1 Milliarde Dollar in die Hand genommen und haben auf TikTok, auf Facebook, auf Insta und quasi überall dafür geworben, dass sich doch Menschen mal bei TikTok anmelden sollten. Und das hat extrem gut funktioniert und das machen sie natürlich immer noch. Also so, da ist ByteDance einfach unglaublich aggressiv in den Markt gegangen und es hat sich ausgezahlt und das machen sie halt auch weiter. Also nach wie vor, die sind immer noch auf Expansionskurs und die haben natürlich auch noch Potenzial. Also Facebook hat 2,5 Milliarden Nutzer, TikTok irgendwie so knapp unter einer, da ist noch Wachstumspotenzial. Aber natürlich, es gibt dann irgendwann in der Gruppe der, ich weiß nicht,
13- bis 18-Jährigen halt auch eine gewisse Sättigung. Also in den USA sind halt dann 80 bis 90% der Teenager dort. Dann kann man nicht mehr weiter wachsen. Dann glaube ich, steht TikTok schon auch irgendwann die Insta-Entwicklung, also sprich die Professionalisierung und auch das Älterwerden der Nutzerschaft bevor. Wir sind etwas auf der Schlussgeraden. Eben wurden in der Diskussion einige Punkte genannt, was wir in der Kinder- und Jugendarbeit aufgreifen sollten, beispielsweise die Frage von Rollenbildern, eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten, die man dort wahrnimmt. Was wären aus deiner Sicht noch 2, 3 Anregungen oder Tipps, die du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest? Also das sind in erster Linie Sachen, die ich jetzt schon, glaube ich, im Laufe der letzten guten Stunde angesprochen habe, aber ich will es dann quasi nochmal sagen, weil ich es einfach so wahnsinnig wichtig finde. Ich glaube, man sollte nicht länger als eine halbe Stunde mit jungen Menschen über TikTok sprechen, ohne einmal TikTok selbst genutzt zu haben. Das ist immer das Erste und Zentralste, was ich allen LehrerInnen, wie auch immer Menschen, die mit jüngeren Menschen zusammenarbeiten, auf den Weg gebe. Probiert es aus. So, ich kann keinem Mensch Schwimmen beibringen, wenn ich halt nicht selbst im Wasser gewesen bin. Also irgendwie, so, das mag dann immer noch weit von meiner eigenen Lebensrealität weg sein, aber ich habe zumindest so ein bisschen besser vielleicht die Faszination verstanden. Und das ist, also es ist ja wirklich mittlerweile wirklich simpel. Ich klicke halt einmal im App Store meiner Wahl auf Download und melde mich da an und damit riskiere ich auch nicht viel und ich werde auch nicht überwacht und kann meinen Account wieder löschen. Aber ich finde es einfach total wichtig, sich einmal damit selbst zu beschäftigen. Dann wird irgendwie, glaube ich, gleich jedes Gespräch und jeder Dialog über diese Plattform so viel handfester und konkreter, als wenn ich mich da hinstelle und sage, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber es ist gefährlich. So, das kommt dann, glaube ich, nachvollziehbarerweise bei den meisten 13-Jährigen halt nicht so gut an. Dann auch das, was irgendwie Angela vorhin angesprochen hatte, was wir auch in unserer kurzen Session angerissen haben, finde ich total wichtig, nicht nur die Problematisierung in den Vordergrund stellen. Also ich will das überhaupt nicht schön reden. Ich finde, so Tech-Plattformen gehören kritisch angefasst und eine chinesische Tech-Plattform gleich dreimal. Und man muss über alle Probleme reden, aber ich finde es schwierig, wenn quasi ein Unterrichtsinhalt oder ein Weiterbildungsinhalt TikTok auf dem Programm steht und es dann nur darum geht, China überwacht, Inhalte werden zensiert, es wird hart moderiert und es ist alles ganz gefährlich. So, das entspricht halt überhaupt nicht der Lebens- und Nutzungsrealität von jungen Menschen, sondern ich fände es quasi schön, auch die Möglichkeiten und Chancen damit in die Bildungsarbeit mit reinzunehmen. Also Best-Practice-Beispiele zeigen, so den jungen Leuten, die da eh sind. Also es bringt nichts, denen zu sagen, nutzt das nicht. Ich glaube, das kann nie Ziel einer Bildungsarbeit sein, sondern es geht darum, so wie nutzt ihr das? Und das ist einerseits das Sensibilisieren für Probleme, aber glaube ich nicht so von oben herab, sondern im Austausch mit jüngeren Menschen, also zu fragen, so erzählt doch mal, wie nutzt ihr das? Macht euch das denn überhaupt keine Sorgen? Offensichtlich, ihr seht ja nur Inhalte, die euch interessieren. Was glaubt ihr denn, wie das funktioniert? Da muss ja irgendjemand euch Inhalte vorschlagen. Was ist denn dieser Algorithmus? Auf welchen Daten beruht der denn? Also quasi so im Austausch sich an die Probleme heranarbeiten. Und dann eben auch zu sagen, so, welchen Accounts folgt ihr denn da? Was schaut ihr denn da an? Was gibt es denn zum Beispiel für LehrerInnen in Deutschland oder die erwähnten irgendwie der TikTok-Account Herr Anwalt, der ziemlich bekannt ist, so, wer vermittelt da wirklich auf eine innovative, neue Art auch Inhalte, die mich klüger machen und sowas in den Vordergrund stellen? Genau, das wäre mir wichtig. Danke dir. Ich glaube, das trifft auf große Resonanz. Wir werden einige neue TikTok-NutzerInnen heute im Verlauf des Tages wahrscheinlich noch feststellen können. Vielen Dank, dass du da bist, Simon. Wer Lust hat, sich weiter über Social Media zu informieren und auch einfach über die Entwicklung rund um TikTok am Ball zu bleiben, kann ja auch Social Media Watchdog abonnieren. Und vielen Dank, dass du da warst. Ja, dann nochmal danke für die Einladung und für die rege Teilnahme und Diskussion. Noch einen schönen Tag. Ciao.